Okay, jetzt haben wir hier Krebs-Torpedo-Arm, ein Trägersystem für Standardnutzer zum Abfeuern von Torpedos. Okay. Es ist ein Aerogel, okay. Es ist Zyklop, Zyklop-Feuerlöschanlage. Was habe ich denn an Getränk? Habe ich noch ein bisschen was? Der lädt auf. Na dann könnten wir ja nochmal Welcome aboard Cap Systems Online. Das hat jetzt schon viel Gutes, aber mit dem Bioreaktor, da hätte ich mir die ganzen Solaranlagen sparen können. Hab ein bisschen das Gefühl. So, Rubin etc. ist da hinten. Dann fahren wir erstmal da. Vielleicht finden wir ja dann noch mehr, was wir noch benötigen könnten. Wie heißt denn das Gebiet, wo ich jetzt eintrete? Grassy Plateaus, okay. Ja gut, okay, Seegras sehe ich natürlich. Aber was ich... Wer oder was war das? Da hinten, da leuchtet da etwa etwas. Warning. Maximum depth ja. Reached. Hull damage imminent. Dann repariere ich das erstmal. So. Hier ist nämlich noch eine Datenbox. Fahrzeugerweiterungskonsole. Also das kann ich garantiert noch... Oh. Doch, kann ich. Ich glaube, ich nehme mal sicherheitshalber noch ein paar Rubine mit.
30 seconds. Mhm. Diversity in this region is unusually low. Cause unknown. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Bin ich jetzt also hier ist. Rückenfragment. Damage to plant life on the seafloor suggests this may be the migration path of a huge bottom-dwelling life form. Scheiße, was war das denn? Nee. Komm, nein. Schneidbrenner da. Und Musik, hör auf, so gruselig zu sein. Ist nicht gut. Yeah.
Blueprint acquired. Krebs-Exos... Oh. Ja, hallo. No Signal. PDA data. Okay. Gut, dann kann es natürlich sein, dass es hier wieder irgendwie so Behemoths gibt, die mich dann angreifen wollen oder so ähnlich. Aber es ist noch Tag. Sehr schön. So. Dann können wir ja mal die... Oder Flutmesser. Haben wir alles schon? Krebs-Exoskelett. Klettern, Rohstoff abbauen, erkunden, bergen, springen. Druck ausgleichende wasserdichte Krebs-Exoskelette sind eine Reihe von Mechs, die entwickelt wurden, um den Piloten vor extremen Umgebungen zu schützen. Aha. Das Modell 3 ist die neueste Generation und wurde bisher nur auf Altera für die eigenen hochwertigen Phasen zur Operation eingesetzt. Schön. Der Krebs isoliert vollständig von den äußeren Umgebungen. Leistungsstarke hydraulische Gliedmaße ermöglichen Umgang mit Objekten. Eckdüsen bieten Manövrierfähigkeit, zur leichten Ressourcengewinnung und fortgeschrittene Erkundung sind eine Reihe von Modifikatoren verfügbar. Der Krebs erhüllt dich ein. Ja gut. Fremde Ventilationsöffnungen sind mit einem uralten Leitungsnetzwerk verbunden. Okay. Öffentliche Dokumente. Da. Broschüre Altera Almosen. Altera Almosen funktioniert wie ein Lotteriesystem. Durch die Investition in einer beliebigen Anzahl von Krediteinheiten nehmen Sie an unserer Verlosung teil. Größere Investitionen führen zu einer höheren Gewinnchance. Ihre Krediteinheiten fließen direkt in die Ausbildung ungelernter Kolonisten in lebenswichtigen Aufgaben wie der Instandhaltung zwischenmenschlichen Fähigkeiten. Die Kolonisten erhalten diese Ausbildung freiwillig und kostenlos unter der Bedingung eines minimalen Arbeitsvertrags mit einem unserer Investoren nach Abschluss der Ausbildung. Minimaler, natürlich. So, Pirscher konnte jetzt nicht auch mal scannen, aber das war's. Rubine. Unverzichtbar in der fortgeschrittenen Fabrikation. Aha. Okay. Für die Modifizierungsstation brauche ich noch einen weiteren Punkt. Und ich kann die Fahrzeugerweiterung bauen. Und ein Wärmekraftwerk habe ich auch noch eins übrig. Und Zyklop-Schildgenerator. Alles klar, dann können wir erstmal zurück. Ist irgendwas aufgeblitzt? Hm. Ah, hier waren wir schon. Stimmt, hier ist ja der kleine Behemoth.
Reparaturwerkzeug. Was brauche ich denn zum Bauen der Computerchip? Setzen wir das mal ein. Nehmen den mit rüber und dann haben wir noch kurz was zu essen. Tja, Energie ist auf jeden Fall da. So, ich habe hier noch einen Silbererz. Habe ich noch irgendwo Silber weggepackt? Quarz kann ich aber da schon mal reintun. Ich habe noch Salz da. Kupferdraht habe ich noch. Okay. Jetzt brauche ich noch einmal Gold und zweimal Tischkorallenprobe. Zweimal Gold. Und die Tischkorallenprobe. Okay. Dann nochmal Kupferdraht. Jetzt wäre ich aber glücklich, wenn ich noch irgendwo... Nee. Wo vielleicht noch was sein könnte... Nee. Schade. Dann brauche ich noch Silber.
Bleibt da nichts anderes übrig. Nein. GG. Nein. Toll. Ganz groß. Warum gibt es so viele von diesen Dingern? Okay, anscheinend ist hier alles abgegrast. Titan. Schrott liegt noch überall rum, aber das, was ich brauche, finde ich nicht. Okay, dann werde ich nochmal zurück und mit dem Scannerraum mal arbeiten und gucken, dass ich da, wo ich dann noch was finde. Ich möchte ungestört sein, wenn ich scanne. Scannerraum-Reichweiten-Modul, das hinter. Thank you.
Hau. Sandsteinbrücken. Ach, die sind sogar noch weiter weg. Dann ist nicht mehr viel zwischendrin. Was zur Hölle? Jetzt habe ich aber immer nur noch ein Silber. Ich glaube, das wird noch eine längere Suche. Thank you.
Welcome aboard, Captain. Ja. Captain ist wieder an Bord. Kurz nach dem Essen. Also das wird jetzt noch ein bisschen... hier muss ich noch rausfinden. Aber gut, ich sag mal so, das war's für diese Aufnahmesession. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch allen noch einen angenehmen Tag, Abend oder Nacht. Je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Und bis zum nächsten Video. Ciao.